Wow, was war das? Kamera der Andenken. Sie haben Andenken mit Kamera. Cool. Ja, so, dann schauen wir mal erst noch kurz eine Notiz. So. Dann schauen wir mal. Probieren wir doch gleich mal. Ah ne, das Doppelklingenattentat kann ich noch nicht ausführen. Aber dafür kann ich das. So. 12 von 15 Massenblar beendet. Dann können wir auch Quark noch die Alarm ausschalten. Den Alarm ausschalten. Oh shit. Weg. La la la. So. Komm. Ah, Arnaud, bitte. Danke. Bonjour. Bonjour. Mon ami. So, dann begeben wir uns mal in Richtung Mission. Jupp, 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 weg. Ja, was wir vorher noch machen, ist mal shoppen gehen. Shop. In 57 Metern. Mal ein bisschen unseren Warenhaushalt aufbessern. Verschluck dich nicht. Sup, sup. So. Excusez-moi, mademoiselle. Merci. Bienvenue. Verbrauchsgegenstände. Giftgas können wir noch nicht. Voll. Eine Rauchbombe, 5 Rauchbomben. Ah, okay. Kirschbomben tun wir alle auffüllen. Geldbeutel ist voll, Munition ist voll, Medizin, nee. Dietriche ist auch voll, 1000. Okay, da nehmen wir mal 2. Was kosten mich die Berserker? 500. Ja, leck mich. Ja, kaufen wir nur eine. So. Mörserbomben haben wir nicht. Fähigkeiten können wir nicht. Ausrüstung. Boost. Nahkampfboost. Nee, so Minuten-Dinger, nee. Das solle mir jetzt erstmal reichen. So, und dann... Gott. Hauptmission ist hier. Nein. Hier. Wie ist denn dies? Versailles. Und... Hin. 400 Meter. Na gut. Machen wir's mal. Sollte ja nicht so schwer werden. Hoffentlich. Weg, 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 weg. Danke. So, dann können wir hier noch ein bisschen... Kleinen Moment. So. Bisschen Sightseeing machen. So, 13 von 15 Massenereignissen beendet. Und warum müssen die immer meckern, wenn ich einen Bösen töte im Namen der Ehre? Oh, da sollten wir die Brücke laufen. Oder ja, doch, Brücke. Pferdescheiße. So, dann schauen wir aber mal weiter. Fup. Ja, ich bin ja schon weg, Nervensäge. So, weg, weg. Hier. Bisschen Sightseeing, bisschen rumgucken. Bisschen mal wieder klettern. Parcours und so. Ist doch auch immer was Schönes. Und dann
Schauen wir mal. Das sind wieder Rätsel, Prüfenrätsel. Aber die wollen wir ja gerade nicht machen. Noch 200 Meter, dann haben wir es geschafft. Hier wäre auch ein Ding gut. Ein Pferd in Paris, das wäre auch noch was, wenn man wirklich Pferde nutzen könnte. Zu mir durch Paris strömen, stöbern. Würde mir wirklich Spaß machen, hier mit einem Pferd durch die Gassen zu reiten. Hätte was da, das wäre jetzt noch so ein Ding, wo ich sagen würde, jo, das würde den Fun noch mal ein Stückchen erhöhen. Hier in Unity. Aber hey, ist doch eins nach dem anderen. So, da haben wir eine Marke. So. Genau du. Du verkaufst verdorbenes Brot und wagst es dich zu zeigen? Bastard. Was? So. 14. Noch eine Massenveranstaltung und dann haben wir es geschafft. Mal wieder. So, dann gehen wir mal zu unseren Freunden. Sequenz 6, Erinnerung 1. Der Jakobiner Club. April, 31. März 1791. Und der formschöne Ladebildschirm. Schwarz mit zwei Balken, die sich drehen. Hey, Daumen hoch und so. Komm. Ich habe gedacht, die lange Speicherzeit ist beendet nach dem Patch. 400 bewaffnete Adlige, Honoré? Ohne den General Lafayette. Genug! Die Luft ist geschwängert von eurem Gepolter. Nur heiße Luft und keine Taten. Doch dieser Mann bringt frohe Kunde. Arno, was erfuhrst du von dem Silbersmied? Vergiftet. Sie holen auf. Germain fertigte sie und noch weitere. Für einen gewissen Mann namens Lafreniere. Bist du sicher? Gewiss. Großmeister de la Serre lobte immer seine Loyalität. Also gut. Ich denke, die Sache ist klar, Arno. Finde Monsieur Lafreniere. Das habe ich bereits getan, Monsieur. Er ist keine Gefahr. Was sagst du da, Pisspot? Ich hatte eine Spur zu Lafreniere. Ich folgte ihr und tötete ihn. Unvorstellbar. Was hast du dir dabei gedacht? Widersetzt euch den Quest. Will du den Rat nochmal umgehen? Was seid ihr hier, neues Arschloch? Obwohl der Rat deinen Eifer bewundert, ist es nicht an dir, dein Ziel zu wählen. Du hättest uns Bericht erstatten müssen. Vergib mir, Mentor. Ich habe in ihm den Mann hinter Monsieur de la Serres Ermordung vermutet. Und als ich dann weitere Hinweise vorfand, die für einen groß angelegten Schlag gegen die Bruderschaft sprachen, schritt ich zur Tat. Vermutungen? Hinweise? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Lafreniers Motivation. In seinen Erinnerungen sah ich, wie er einen Brief schrieb, um Monsieur de la Serre vor dem drohenden Betrug zu warnen. Als er von dem bevorstehenden Angriff sprach, erwähnte er einen Club in Marais, doch keines unserer Verstecke. Und was schließt du daraus? Ich weiß es nicht. Ich würde es gern weiter untersuchen. Das gefällt mir nicht. Der Junge ist ein begabter Assassine. Doch ist er besessen von persönlicher Rache. Ein anderer sollte der Spur folgen. So wie manch anderer Assassine früher. Was immer Lafreniere auch plante, es geschieht heute Nacht. Diesmal bat er um Erlaubnis, Guillaume. Dann geh, sieh, was du findest. Aber überstürze nichts mehr. Ja, Mentor.
Mach ich doch nicht. Nee. Nie macht Arno das. So. Da ist ein Aussichtspunkt. Aber hier war irgendwas. Was haben wir denn hier? Assassinenrang. Okay, Soldat. Fortgeschrittener Soldat. Gott. Gott. Krass, wie viel wir da noch machen müssen. So, jetzt will ich erstmal wissen, was in der Ding für uns ist. Hey, Arno. Nee. Hi. Ah, da wurde doch was für uns freigeschalten. Ah, nee, das ist da, wo wir zum Assassinen-Rekruten befördert worden sind. Und dann... Wo können wir uns noch was angucken? Nee, kann man mit dir reden? Nee. Okay, da geht nichts. Da tun wir Messerwetzen. Okay, dann müssen wir nach oben. Was gibt's hier nichts zu untersuchen? Das ist doch sehr, sehr schade. Okay, ist es hier? Okay, hier ist auch nichts. Schade, schade. Dann gehen wir mal runter. Los, Arnaud. Alle mit Witt. Da lang. Hallo. Hi. Aber ich möchte gerade nichts kaufen, junger Mann. So, gehen wir mal raus. Und schauen mal, was die Welt uns bringt. Hoffentlich nur Gutes, würde ich jetzt mal behaupten. Hoffentlich nur Gutes. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ladebildschirm, 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 Ladebildschirm. So. Ah, jetzt fängt's an zu... Sorge. Da lang, okay. Moment. Hier ist ein Aussichtspunkt. Den machen wir noch schnell, bevor wir jetzt dann in den weiteren Krieg ziehen und in das Hotel Bouvier gehen. Was ist denn die Grüne hier? Ah, das ist Einkommen, genau. Yay, 80. Toll. Hier. Es kam ein Brief für euch. Er liegt in eurer Kammer. Renovierung. Erdgeschoss. Die Arbeiter, die das Haupthaus renovieren, haben einen kleinen Raum hinter der Küche gefunden. Sein Inhalt könnte euch interessieren. Oh. Ja, na dann wissen wir ja, was wir die Folge darüber machen. Erdgeschoss. Freigeschaltet. Was kostet es mich? 250, so viel haben wir leider gerade nicht. Aber schauen wir uns mal... Oh, was haben wir denn hier noch so rumliegen? Das Café erkunden. Oh, cool. Oh, schön. Ah, kann man das andenken? Ah, okay. Cool.
Sehr cool. Training. Oh. Schön. Arnauds Zimmer. Schön, schön, schön. Vermächtniskammer. Oh. Der Club sei verraucht. Rüstkammer. Nostradamus Rätsel um Rüstung. Oh, oh. Ja, na dann. Ich weiß gar nicht, was wir zuerst machen sollen. Schauen wir uns mal den Brief an. Was haben wir denn hier bekommen? Verbundener Kontakt, Freund. Ah! Ein PSN-Freund ist gerade am Spielen. Okay, nee, da sind wir falsch. Wir wollen zum Brief. Wer ist denn dies? Wo habt ihr nur diesen Schauspieler gefunden? Ah! Ah, wir können ja hier Freunde einladen zum Spielen. Aber das machen wir mal nicht. Was haben wir denn hier? Ausrüstung. Ausrüstungsmenü. Okay, das ist das. Sehr schön. Dann haben wir das auch hier im Haus. Das sind wir. Und wir haben einen Brief bekommen. Brief von Elise. Paris, 23. September 1788. Lieber Arnaud, ich hätte nie gedacht, dass Paris so langweilig sein kann. Kannst du dir das vorstellen? Die großartigste Stadt der Welt und ich sitze von morgens bis abends in endlosen Vorlesungen. Es ist schlimmer als in diesem Winter in Straßburg. Erinnerst du dich daran? Es hatte eine Woche lang geschneit, wir konnten das Haus nicht verlassen und alle Bücher in der Bibliothek waren auf Deutsch. Wir haben dem Koch weisgemacht, dass ein alter fränkischer Prinz im Haus spukt und der arme Mann verließ die Küche nur noch mit einem Rosenkranz und einer Bibel in der Hand. Ich vermisse diese Zeiten. Was ich von den Freunden meines Vaters lerne, nun, ich wünschte, ich könnte dir davon erzählen. Irgendwann vielleicht, jedoch nicht jetzt und nicht so. Trotzdem, mir fehlen diese Zeiten und mein Zuhause. Und du. Wenn Vater das nächste Mal nach Paris kommt, musst du ihn überreden, dich mitzunehmen. Ich verbleibe für immer die Deine, Elise. Elise, die Schöne. So. Was haben wir denn noch? Hier unser Bett. Können wir nicht schlafen, aber da leuchtet auch was. Ah ne, das ist nur die Anpassung. Okay. Oh, da geht's hoch. Sieht natürlich auch sehr scharf aus hier. Ah, die Kammer. Hä? Wie jetzt Depot? Bin ich dran vorbeigeläuft? Ja. Altair. Ezio Auditore. Connor. Edward Kenway. Sehr cool. Haben wir nicht? Okay. Gut, dann haben wir das erkundet. Dann...
schauen wir uns mal da unten um. Da kommen wir runter. So. Kammer der Andenken. Was haben wir denn hier? Hammer des Schmiedes. Sequenz 1. Novizenkelch, Sequenz 2 beendet. Nachbildung der versteckten Klinge. Da kommen Sequenz Erinnerungen 3. hoch. Giftnadel. Das Leben eines Assassinen wird nie langweilig. Das stimmt, Arno. Das stimmt. Und das fehlt uns noch. So ein bisschen. Oh, was ist denn da? Da ist was, da ist was, da ist was. Helixrisse. Aha. Okay. 0 von 3. Hier ist noch irgendwo eine Truhe. Wo ist die Truhe? Das will ich mal kurz gucken. Ach, das ist das Einkommen, okay. So, dann haben wir das alles. Trophäen. So, dann machen wir jetzt noch den Aussichtspunkt. Ah, nein, 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 nein. Was? Da habe ich doch was vergessen. In der Küche. Bei den Renovierungen da. Wurde was gefunden. Tagebuch. Tagebuch von Thomas de Carniero. Es ist vollbracht. Alles ist vorbereitet und es gibt nichts weiteres zu tun, als auf den Morgen zu warten. Mentor Gouvernement de Narton hat den König gefügig gemacht und seit Benedikt in Pergoi als Benedikt in Pergoi starb, steht auch Rom auf unserer Seite. Und doch ist mein Herz erfüllt von plötzlichen Bedenken. Dante und Demencio versicherten mir, dass dies ein großer Sieg wäre und dass wir sie mit Stumpf und Stiel ausmerzen würden. Doch ich zweifle, wenn mir die öffentliche Fassade der Templer zerstören, treiben wir sie dann nicht nur in den Schatten? Vor 50 Jahren dachten die Templer schließlich ebenfalls, sie hätten uns vernichtet. Aus der Wahrnehmung der Öffentlichkeit zu verschwinden, hat sich als unsere größte Stärke in diesem endlosen Krieg erwiesen. Und nun wollen wir unseren Feind denselben Vorteil verschaffen? Wäre nicht gut. Wäre wirklich nicht gut. Okay. Sonst noch irgendwas? Ja, da oben ist noch... Nee, das ist ja... Okay. Ja, machen wir geschwind noch den Aussichtspunkt. Dann haben wir den auch gemacht. So. Komm. Naja, der ist ja einfach. Hoffen wir mal. So. Also mit der Steuerung muss ich echt noch sagen, da habe ich immer noch so meine kleinen Problemchen, wenn man es mal so nennen möchte, bezüglich des Feingefühls. So ungefähr. Oh, cool. Oh Gott. Ja, gut. Geschafft. Ha! Hacker. 150. Yay. Definitiv Hacker. So.
Na, meine kleinen Täubchen. Und hoch. Dann können wir synchronisieren. Ah, kommt man da nicht hoch? Das ist ja bitter. Für einen Meisterassassin, Yarano. Wie sollen wir denn da hochkommen, bitte dann? Ach, jetzt geht's auf einmal. Das ist so ein Ding bei der Steuerung, wo mir halt persönlich ja, ein bisschen Kopfzerbrechen beschert. Man steuert ja in die richtige Richtung, aber trotzdem klettert Arno. Nicht so, wie man es möchte. Na, endlich. So. Synchronisieren.